Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier ein GU-Schloss und ja, dieses Schloss ist 45 auf Dorn, kann man daran erkennen. Einmal hier 45-92-9. Das heißt ein 45er Schloss auf Dorn und PZ 72. Das hier ist das Dornenmaß und das ist das PZ-Maß. Ja, bei diesem Schloss soll irgendwas defekt sein. Was fällt mir hier auf? Der Deckel ist hier ein bisschen hochgebogen. Also werden wir das Ganze einmal öffnen. Ist irgendwie auseinandergegangen, das Schloss. Ich habe den Hinweis gekriegt, dass die Tür zugeknallt worden ist und seitdem ist sie defekt. Das kann eigentlich nicht sein. Das heißt also, dass ein Schloss kaputt geht, weil man das ziemlich stark zuschlägt. Eigentlich nicht. Naja, wir schauen einfach mal eben rein. So, die Schrauben gehören eigentlich in einer Schachtel oder in eine kleine Dose und das werden wir machen. Dann geht das Ganze einfach nicht verloren. So, jetzt machen wir das hier einmal auf. Und oh, jetzt sehen wir hier schon so einiges hier drin. Das hier ist schon mal nicht da, wo es hin soll. Das ist die Feder, das ist soweit in Ordnung. Das scheint auch in Ordnung zu sein. Und hier ist was nicht in Ordnung. So, jetzt muss ich mal eben selber gucken. Das nehmen wir hier einfach mal eben raus. Gut, okay, da werden wir jetzt mal eben beigehen und mal eben schauen, was damit los ist. So, ich muss ja noch mal eben gucken hier, ob das wirklich alles dementsprechend so richtig ist. So, hier steckt hier die Feder drin, das ist natürlich falsch, die kommt hier vorne rein. Und bei der Gelegenheit machen wir das Fett hier mal eben auch gleich weg. Das wird also praktisch hier eingesetzt, hier eingebaut. Jetzt muss man nur aufpassen, dass es da jetzt nicht durch die Gegend fliegt. Nehme jetzt hier dies zum Sprühen, um das Fett zu lösen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich hoffe, dass das jetzt so wieder funktioniert. So, jetzt sitzt das richtig drin. Und jetzt sitzt es wieder draußen. Heißt, eigentlich muss ich mich beeilen, um das einzubauen. Das dann mal eben so drauf. Dann schieben wir dieses hier. Ja, ist wieder rausgeflogen.
Manchmal frage ich mich immer, wie die diese Schlösser zusammenbauen. Gibt es einen Trick, weiß es momentan noch nicht. Mann, ey, das ist aber wieder einer hier. Ist wieder rausgerutscht. Einer der schwierigen Fälle. Der Kleine nervt mich ein bisschen. Was schön wäre das, wenn er nur mal eben eine Sekunde lang halten würde. Okay. Der will mich hier sichtlich ärgern. Oh, Telefon geht auch. Okay, machen wir gleich mal weiter. Ich habe das Schloss jetzt wieder zusammengebaut. Ja, es war ein bisschen schwierig. Dennoch habe ich es hingekriegt. Ich habe nachher noch festgestellt, dass der Riegel hier total verbogen war. Der sollte jetzt eigentlich vernünftig wieder laufen. Das ist mir als erstes gar nicht so aufgefallen. Das habe ich erst gemerkt, als ich es zusammengebaut habe. Und deswegen ging auch dieses eine Bauteil da so schwer rein. Ich habe den, ja, das erkläre ich jetzt mal eben ganz kurz, dann hat das andere. Also der Schnapper hier, der funktioniert wieder einwandfrei und das Schloss kann man dementsprechend jetzt auch wieder vernünftig schließen. Ich denke mal, es ist so gewesen, dass die Tür umgeschlossen war und dann wurde die zugeknallt und deswegen war der Riegel verbogen. Das ist irgendwas Gehärtetes. Aber auf der anderen Seite ist es wieder so, dass es so spröde, das lässt sich zwar so gerade noch ein bisschen bewegen und gerade biegen, aber ich habe immer Angst, dass es kurz davor, dass es abbricht einfach nur, weil das keine Ahnung, was für eine Zusammensetzung ist. So, auf alle Fälle funktioniert das Ganze wieder, das Schloss. Ich habe den Aufkleber hier runter gemacht, weil ich dieses Teil hier wieder in diese richtigen Position haben musste. Das bleibt dann immer hier so stecken und will der nicht und das habe ich dementsprechend hier weggemacht, den Aufkleber. Dennoch ist es so, den braucht man nicht. Ich klebe dann nachher noch was rüber wieder. Es geht hier einfach nur um das Schloss 4592, also 4592. Wenn das ist das, was man braucht und hier steht dann ja auch noch ein paar Daten drauf. Also dementsprechend kriegt man das Schloss wieder. Hier steht das auch nochmal alles drauf. Ja, so, das GU-Schloss ist wieder heile. Ja, es ist mir als erstes gar nicht aufgefallen, dass das verbogen war. Hier sieht man das auch noch ein bisschen. Ist das in dem Bereich verbogen? Hier in diesem Bereich. Das ist aber nicht so tragisch, weil das nachher an der Leiste angeschraubt ist. Wenn das nicht nachher gehen sollte, kann man nachher noch die Leiste hier in diesem Bereich, diesen Stulp nennt sich das ja, was hier drüber ist, dementsprechend noch ein bisschen mit der Feile nacharbeiten. Okay, Schloss ist wieder heile, das Wasser meiner Seite aus und dann freue ich mich schon wieder auf mein nächstes Projekt. Einfach mal im Video drunter scrollen. Da schreibe ich meistens noch was zu oder verlinke auf einer anderen Seite oder auf meine Internetseite, je nachdem. Und wenn jemand ja, einen Daumen runter gibt, freue ich mich immer, wenn er beischreibt, warum, weil dann kann ich auch reagieren und was dazu sagen. Ansonsten ist das Ganze dementsprechend immer ein bisschen schwierig. Ja, wie gesagt, das war's von meiner Seite aus und dann freue ich mich wieder auf mein nächstes Projekt.